eigentlich das Wort Al-Marbun, das habe ich schon mal erklärt, Marbun, Al-Rabben, kommt auch in den Fiqh-Büchern vor. Unter dem Khiyar al-Rabben. Khiyar al-Rabben, das heißt Widerrufsrecht bei Rabben. Was heißt das? Al-Rabben bedeutet, wenn man betrogen wird in einem Handel. Entweder, ja, je nachdem, wenn du Verkäufer bist, indem man dir einen zu geringen Preis für die Ware angegeben hat, weit unter dem Normpreis, oder wenn du der Käufer bist, dass man dir einen Wucherpreis angeboten hat oder du bezahlt hast, weit über dem Normpreis. Das ist eine Form von Ausnutzung und Ausbeutung, die nicht legitim ist. Und hier benutzt er das Wort Marbun. Das bedeutet, in diesem Kontext bedeutet es, das sind zwei Gaben, die Sihha, die Gesundheit, und der Al-Farah. Al-Farah bedeutet yani Muse, das heißt Zeit, die freie Zeit, die man hat, in der man nicht abgelenkt wird von seinen eigentlichen Zielen oder eigentlichen Handlungen, die man hätte ausführen sollen. Mhm. Er sagt jetzt hier, die meisten Menschen sind in Bezug auf diese zwei Gaben, yani werden in diesen zwei Gaben betrogen oder betrügen sich. Mhm. In dem Sinne, dass sie sie ausgeben für einen so niedrigen Preis, sie geben sie aus, sie opfern ihre Gesundheit und ihre freie Zeit. Sie bezahlen, weil du musst ja deine, wenn du etwas machst, zahlst du mit deiner Zeit oder mit deiner Gesundheit. Und wenn du diese zwei Dinge in solche Sachen steckst, die es nicht wert sind, Mesh, oder du hättest die gleiche Energie und den gleichen zeitlichen Aufwand in etwas viel Größerem stecken können, und du machst es nicht, dann hast du dich betrogen. Oder dann findest du dich in einem Trug. Mesh. Du hast also gezahlt, hättest eigentlich viel mehr dafür bekommen können, hast aber dich zufrieden gegeben mit einem viel geringeren Preis. Und das ist der Al-Rabben. Mhm. Grundsätzlich sind diese drei Elemente, die ein Dichter auch erwähnt, zwei davon erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier in dem Hadith. Drei Elemente sind besonders in der Jugendzeit sehr gefährdet, yani, nicht richtig verwendet zu werden. Er sagt, inna shababa wal farara wal jida mafsadatun lil mar'i ayu mafsada. Diese drei Dinge, wenn sie zusammenkommen, ohne Intelligenz, dann sind sie eigentlich zerstörerisch und werden meistens nicht konstruktiv verwendet. Er sagt, die Jugend, die Zeit, in der man Kraft hat und energisch ist, in der Shabab wal Farag, freie Zeit, wenn du nichts zu tun hast, wal Jida, und wenn du, yani, wenn du finanziell, eine gewisse finanzielle Kraft hast. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann hat das meistens keine guten Folgen.